lady on stage is Aneta Mika. She's from Poland, and she asked me if I could help her a little bit here on stage. And of course, I do so much. I like being on stage, you know, especially collecting things on stage, like bodies and hats. I love this. Hello. Mika prepared, Aneta prepared 16 slides. They are in English. We won't do it at all. Of course, you can have this, and you can have this here. And because Aneta don't speak that good English, so I will try to translate or read it from the slides what we're talking about. Hello everyone, please forgive that I speak English, don't speak English very well, so I will speak German. Yes. So how does your smartphone hurt your body? Yes. I'm a biophysics teacher in the high school and secondary school, related to subjects such biology, physics, mathematics, and sociology. Jetzt spreche ich aber Deutsch. So she's speaking German, I'm translating in English, so that's three languages I'm not hearing. Okay. Also, ich möchte mein Projekt zeigen, ich unterrichte Physik und Biophysik, aber dass mit der Soziologie viel zu tun hat. Wir haben jetzt eine neue Generation von Jugend, die Jugend mit dem niedrigen Kopf, sagt man so. Und ich möchte mit einfachen Projekten zeigen, dass wie man was das ein Problem heute ist. Yeah. Also, she's talking about she's a physics and sociology teacher, and the problem is that all the kids are just walking like this around there, and it's not that good for your neck. So she find out some easy ways to talk about this neck disease. Dass das ein wirklich großes Problem ist, sieht man, dass jetzt eine neue Krankheit stammt, das ist Textnacken oder Handynacken nennt man das. Und das wird jetzt schon eine ganz wichtige Sache und viele Kinder haben schon sowas. Das ist nicht nur das Teil von dem Hals ist nicht nur erkrankt, nur das Detail nicht von dem Hals, aber der ganze Körper. Dann so it's not only the neck thing problem there, but because of the wrong way you're holding your neck, the whole body kind of problem. Also wir haben doch einen Schwerpunkt und wenn man den Kopf nach vorne hängt und den Telefon sehen will, dann macht man nicht so, sondern so. Und jetzt ist der ganze Körper schief und wir haben Probleme nicht nur in dem Hals, aber am ganzen Körper. So, yes. So it's a problem of all the body because you're moving in the front, so yeah, you have diseases in the back and in any areas. Okay. Yeah. Hier habe ich einige Projekte, die meine Schüler gemacht haben. Das ist der Rückgrat. Und wir sehen schon, junge Leute haben Diskopathie, also der Disc kommt raus hier. In dem Hals ist es ebenso. Und jetzt haben wir die Adern hier und die werden gedrückt. Dann haben wir auch Kopfschmerzen und manche fallen in Ohnmacht. Yeah. So the students made these, these artificial necks, and these are the veins. And the blood got a bit of problem when you squeeze it. So you get the result is headache and so on. Yeah.
Das war die Biologie, jetzt kommt die Physik. Also der Kopf hat nicht den Schwerpunkt in der Mitte, sondern ein bisschen vorne. Also wir haben hier ein Lever und dass der Lever gut arbeitet, muss man natürlich zwei Kräfte haben. Eine ist die Gewichtkraft und die andere ist die Kraft von den Muskeln. Und das sieht man hier auf diesem Modell, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich versuche es. Also wenn man den Kopf nach vorne macht und den Telefon anzieht, dann werden hier die Kräfte sehr groß an dem Hals. So now it's about physics, it's all about force, and because you're moving the head in front, there are much more forces at the muscles in your neck. Naja, und da sieht man, dass sehr große Kräfte hier arbeiten und je größer der Winkel ist, ist die Kraft natürlich größer. Dann mache ich natürlich das schneller. Also da sehen Sie bitte jetzt die Winkel, wie das sind meine Schüler. Yes. So this man, were your students, even the one with all the hat? Da kann man auch natürlich das schön in Physik wieder zählen, einfache Methode, also mit einem oder mehr kompliziert, dass man alle Kräfte in einen Punkt hält. Und da kommen schon die Newton-Kräfte und Mathematik bei. Da haben wir das und der Erfolg ist natürlich 18 Kilo bei 30 Grad. Ja? Und das ist der vorletzte Slide, glaube ich schon. Okay, die so Hand kann ich schon gar nicht zeigen. Also man muss nicht wissen, was. Wir sollen nicht die Telefone ablegen, sondern wirklich gut lernen, wie man die benutzen kann. Ja? Yeah, so don't do this, do this. Yes. Last but not least, I'm asking for Astrinos to come on stage. Perhaps you already know Astrinos. He prepared something about gyroscope. And this morning I was searching for him. And I couldn't find him. I don't know why, but perhaps last night it was intense or... No. So they're bringing something up here. Again, because there's some power for that. And there will be laser lights, I guess, or laser diodes used there. So some light shows for you. Okay. Astrinos, do you feel good? Yes, yeah, of course. Wonderful. Okay, so here's your microphone if you would like to. So the stage is yours. First of all, I want to thank Sebastian for letting me know that I can speak as much as I want. He said that. Okay, I will make it less than 50 minutes, okay? My name is Astrinos, as you heard before. I come from Crete Island, which is in Greece. I'm also the moderator of Science on Stage Greece page, which is the top two page because of all of you that follow my page. Of course, only 1,200 followers. Now I'm going to start No Science, The Kardashians, which will be 1 billion users, I think. I am going to show you very briefly what a device called Control Moment Gyro, which is a hybrid between a reaction wheel. That means that we have a motor and attached to a wheel of a high moment of inertia. And when I start the motor, we are exploiting the conservation of angular momentum. So we have the frame
moving in the opposite direction. Maybe you can see the laser pointer over there. Of course, this is not very efficient because to double the speed, you need 4 times more energy. And sometimes it gets saturated when it reaches its maximum speed. So instead of trying to change the magnitude of the vector of angular momentum, we are changing the direction because we can do it very fast, as you can see. It's something like just by changing, it's much, much easier. For example, ISS, it's so efficient, it's more than 1,000 times more efficient. So ISS employs 4 different CMGs that weigh only 420 kilograms and they can control in terms of rotational maneuvering the station, which weighs about 420,000 kilograms. Well, that's all. Thank you. Okay, so this part is over now. Go back to your fair, have some fun there, prepare everything, and so on and so on. And we will meet us again, and we'll just be on time at 12 o'clock. See you there. Bye.